Naja, irgendwann kommen wir drüben an. Ich habe keine Lust zu warten. Peter. Ups, bin ich nicht. Ich will einfach mit Charge drüber kommen. Dunkelheit umhüllte den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Also den Weg jetzt noch zu gehen könnte schwer werden. Bei den ganzen Gefahren, guck mal. Ja, schon. Der hat irgendwie Rohre als Augen, oder? Wer? Ja, diese Höhle hat Rohre als Augen. Das ist wie ein Auge. Sieht ja aus wie ein Taurel. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer Inter... Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. Joa. Hier will man wohnen, wa? Sowieso. Ein Holzhaus ist eigentlich gar nicht schlecht. Ist was heruntergekommen? Wenn keine Blasen kommen, ne? Ja. Kann das weiterhelfen. Ach, das mit diesen Spiegeln. Kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Hab ich doch grad schon. Kann das da oben auch sammeln? Ach, oh nee, ich hasse diese Dinge. Hätte sogar fast funktioniert. Das sind so Spiegel, glaube ich, wieder. Warum hier denn? Ach ja, hier fehlt das Feuer drunter, ne? Da wollen wir hin. Hä? Kommen wir denn da rein? Gehen wir jetzt mal beide Faden. Na gut, okay, dann geh du jetzt mal hoch. Komm, schneller. Oh, hier oben ist Luft. Was? Also hier geht's weiter. Aber wir wollen doch hier unten noch hin. Mal wieder runter. Wie ging denn dieses Tor da auf? Wahrscheinlich mit Magier. Oh ja. Das ist aber jetzt zu einfach gewesen. Bei zu einfach, da wäre ich nie drauf gekommen.
Boah, warte, 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 warte. Warte, bis das Feuer weg ist. Ja, so geht das jetzt auch nicht. So. Oder hast du es schon? Nee, nee. So geht's natürlich auch. Die Wiener Mann, Küche hier. Die Blasen können auch hinne machen. Ach so, ah, das war das da, ich weiß, was das war. Spiegel? Oder was? Hier steigen jetzt gleich die Blasen bei mir. Ups. Ach so, okay, dann kann man hier auf die Blasen. Ja. Genau, weil da oben ist Zeug. Nein, lass die Blase machen. Boah, wie soll man denn... Boah, ey, ey, ey. Guck mal, deine eigene Blase kaputt. Ich schwebe jetzt mit der Blase mal durch den Spiegel dann. Ja, weg da. Vielleicht kommt doch keine neue irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Ja. Immer wieder zu. Nee, das geht so nicht. Das muss weiter runter. Sonst komme ich da nicht auf die Blase drauf. Wieder nicht. Ja, toll, jetzt kommst du auch nicht hoch. Ja. Passt. Komm, Blubberbläschen. Lass dich, lass dich! Ich muss gucken, ob man mit der Blase einfach durchs Portal gehen kann, verstehst du? Nein, geht nicht. Sicher, hast du schon probiert? Ja. Sehr schade. Weil du vor der Blase rauskommst. Oh, guck mal, jetzt hab ich einen Bug. Ich kann nicht mehr stehen, na. Prima, Ballerina! Hat's den Bug nicht auch mal? Jetzt geht's wieder. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Der kommt jetzt rein. Nein, der Sprung ist einfach zu weit. Ja, genau, macht der noch was nach links. Ja gut, das war jetzt übertrieben, weil du kommst ja in die Dinger da nicht mehr dran. Ich komm da ran. Ja gut, okay, im Runterfallen vielleicht. Hab beide, so. Kommst du? Da. Bloß ein Hammer. Wenn du mein den Hammer suchen weg. Musst. Lass mal einen Hammer suchen hier. Das ist aber ein kleiner Hammer. Also. Nochmal?
du musst da drauf gehen dafür. Ja, so. Hat nicht funktioniert. Ach nein, das ist das da, wo man ein bisschen mit der Luft spielen muss. Wollten wir den haben? Na, das, ich glaube, das ist zu weit weg. Nein, nicht von uns, von dem, wo wir nachher hin müssen. Du kannst dich doch da nur runterfallen lassen. Ach ja, so war das. Okay, so weit weit weg. Dann schieb mal, ich bin drauf. So funktioniert das aber nicht. Funktioniert nicht in jede Richtung. Nein, nein, nein. Hier, ich fange dich. Boah, beide mit einem Schuss. Der Turm, der wackelt, der Turm, der wackelt. Die oberste Kiste fällt ab. Hätte ja sein können, da ist irgendwas versteckt. Ja, wie bekommen wir das zum Drehen? So? Oh, nicht schlecht. Oder so. Wir sollten uns hier umhauen können. Das kannst du nicht, wa? Nö, ich lauf durchs Feuer. Genau, und jetzt. Da, ne, das muss unter die. Unter die. Für das Ding, genau, ein bisschen nach links, geht das? Aber es blubbert da schon. Ah. Das hat zwar gut, ja. Das lass ich lieber. Das ist der Spiegel da. Ich kann hier weiter winken und so. Das Problem ist halt, wie komme ich jetzt da? Achso, hier kann man da rauf. Egal. Da oben war gerade ein Hammer. Ja.
Oh, oh. Okay, stirbt man. Ja, okay, da stirbt man. hätte gereicht, wenn ich es ausprobiere, oder? Ich hab mich gerade selber gegenseitig verletzt. So. So. Ich hab noch einen Hebel für die Tür gesucht. Na gut. So federnde Kissen hätte ich auch gerne mal in meinem Bett. Das wäre witzig, glaube ich. Ja, das wäre echt. Aber das Schlafen wäre das Problem. Wie willst du auf so Kissen schlafen? Ja. Kann ja auch andere Sachen springen lassen, nicht nur uns. Ne? Au. Au. Es verfolgt uns. Gott, muss er auch hoch. Ich bin schon oben. Schön, dass du es schaffst mit der Fähigkeit, die ich einfach nicht habe. Gut, dass wir schon mal gespielt haben. Letztes Mal war es nicht peinlich, glaube ich, an der Stelle. Ja, das stimmt. Ach, da gab es noch peinlichere. Aber ich glaube, das hier war schon ziemlich peinlich. Das zum Beispiel. Lauf mal ein Stück weiter, da kommt nichts. Feuer, juhu. Was sollen wir mit dem Feuer machen? Oh, Feuer nach oben bringt ist auch nicht viel, ne? Unten. Rechts vor links, bitte. Ach so, klar, wir müssen einfach in den Spiegel rein, um da rauszukommen. Oh, oder auch nicht? Ah, so geht's. Nein, ich wurde runtergeportet. Was für ein epischer Hauseingang. Immer in dem Haus lebte,
Es hing eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft, wie Klammernebel im Sumpfland. Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden, einem Drachen.